So. Jetzt geht's los mit Prince of Persia. The Sands of Time. So, wo viel habe ich die Tage angelegt? Um Gamepad damit zu testen. Aber es gibt keine Möglichkeit, mit dem Gamepad zu zocken. Ich hatte auch ein externes Programm dafür benutzt, aber ja, die Einstellung sind jetzt nicht da. Deswegen spiele ich mit Maus und Tastatur. Ja. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Sharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Oh. Ja. So, ich hoffe mal, man hört die Tastatur nicht allzu sehr. Und wenn doch, tut's mir leid. Naja. Hui. Ja, oder so. Klettern, klettern, klettern. Wow. Du sollst hier drüber springen. Spiel, please, hört die Kamera zu wechseln. Nein! Da springe ich halt früher. Haha. Ja, ich kann an der Wand laufen. Eine Zeitlupe. Gut, das ist quasi jetzt erstmal eine Art Tutorial, wie das Spiel funktioniert, aufgebaut ist und Steuerung. Kennt man ja. So. Und hier der erste Fight. Ganz einfach. Drüber rennen. So, das war's. So werden die Kämpfe alle sein am Anfang. Boah. Was? Er wird fertig gemacht, mein Kumpel. Egal. Ich bin an meiner Arbeit. Nach Ruhm und Ehre strebten an diesem Tag viele Männer, um von ihrem König die Worte zu hören, die einst Chosrow zu Rustam sprach. Ihr seid der tapferste meiner Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet.
Genau. So, was ich sagen wollte, ist oben links unsere HP-Anzeige. Und wir können Wasser trinken, um unsere HP zu erneuern. Aber da ich volles Leben habe, kann ich jetzt kein Wasser trinken. Da schreit immer einer. So, einfach hier runter. So, yeah, so schwer. Na, wird aber alles noch schwerer. Zumindest etwas. So, Gott sei Dank ist jetzt die Zeitlupe weg. So, hier auch noch mal Wasser für HP aufzufreshen. Aber ich habe keine verloren. Guck mal, da kann man jetzt ein Fenster reinbauen. Kamera, beruhig dich. Das stimmt ja, man muss ja immer den Fight beenden. Gut, dann weiter zur Kletterpassage. Das Spiel ist adorant so aufgebaut. Ein bisschen fighten, ein bisschen klettern und ein bisschen rätseln. Wie komme ich nach unten? So nicht. Nein, so hat es sich nicht zugetragen. Ja, da hast du recht. Das hätte ich woanders testen sollen. Da gut. Da besiege ich die Vieh hier nochmal. Ich bin das gedutscht. So. Ah, okay. Ich weiß jetzt wie. Ich glaube, das stand jetzt auch da unten, oder? Nein. Ja. Ist ja gut. Hallo. Ich mach die Fenster sauber. So, unser Ziel ist es jetzt, da auf den Balkon zu kommen oder was das sein soll. Dazu am besten hier an die Säule oder Pfeiler. Jawohl, in Zeitlupe abspringen. Und der Vorhang ruiniert alles. Das ist so niedrig. Oh, guck mal, hier kann man sich festhalten. Ja. Gut. Dann springt nicht da ab, sondern rollt da runter. Ist okay. Denn du bist der Prinz von Persien, nicht ich. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Ja. Beim nächsten Mal fangen wir hier an.
Alles klar. Yeah, mehr Zeitlupen-Action. Und dort lag er, außer Reichweite, der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Oh ja. So, hier ist er, der Dolch der Zeit. Aber auf der falschen Seite. War ja klar. So, dann gehen wir halt den Umweg. So, den rotierenden Stangen hier ausweichen. Wo war denn das? Wie funktioniert denn das mit der Kamera? Aha. Na gut. Ich glaube, da konnte man eben hoch. Und hier unten das Wasser. Weil ich war mir sicher. Genau. Weil hier oben könnte man theoretisch abkürzen. Wenn man den richtigen Winkel dafür hat. Zumindest wird das gerne in Speedruns benutzt. Da ich aber so schlecht bin, muss ich den normalen Weg gehen. So, in Super Meat Boy hatte ich ja nicht genug Segen, deswegen hier auch nochmal ein paar. Oder die älteren Segen. Hey! Uff. Aber da unten liege ich noch. Okay, die Steuerung mit Tastatur ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oder ich sollte vielleicht mich nicht bewegen. Bin ich da schon? Nein. Ah, hier. Da oben ist er. Der nicht vorhandene Dolch. So, jetzt einfach von Säule zu Säule springen. Ich hoffe mal, die Kamera macht nicht irgendwelche Faxen. Nein! Nein, nein, nein. Gut. Oh. Das könnte noch länger dauern. Okay. Diesmal bin ich sicher an der Säule. Gut, dann mach ich es ganz sicher. So. Gut.
Gut, Wasser brauchen wir immer noch keins. Und jetzt hier die Statue oder was das sein soll, hochklettern. Ah, los. Boah, seht ihr den? Den nicht vorhandenen Dolch der Zeit? Boah, legendäres Stück, du. Warte mal, geht das? Ah, verdammt. Sand. Haha. Ich besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Gut, jetzt besitze ich nun den Dolch der Zeit. Ich muss gleich mal herausfinden, wie ich den Dolch auch richtig benutze. Okay. Ich weiß schon mal, wie man zurückspult. Oh. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr versprach mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Azad. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Wählt weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen, König Scharaman ist ein gnädiger Sieger. Vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen, wie die Zeit selbst. Der Sand. Warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Yeah!
Ihr habt den Sand der Zeit befreit. Ich kann eure Tat rückgängig machen. Gebt ihn mir!